ihr, was krass ist? Wir sind so lange Freundinnen und das ist das erste Video, was wir zusammen sehen. Das erste Video zu viert. Mach mal die Wasserflasche. Erstmal ein Saufen. Hi Leute, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video. Das ist das erste Video, das wir zusammen drehen und das ist richtig cool. Übrigens sind das Antonia, Charlie, Nathalie, mein Best Friends. Und wir drehen heute ein... Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Wer würde eher Video? Ich habe euch auf Instagram nach Fragen gefragt. Leute, wir wollen gleich ein Wer würde eher drehen. Stellt mir bitte Fragen, wer würde eher das und das. Also seid kreativ. Und auch auf Snapchat und die werden wir jetzt einfach mal beantworten. Folgt mir da und den anderen Mädels auch. Und, Schneidest du raus? Nein. Nein. Doch. Wir haben ja noch ein paar Snacks übrigens. Das sind die besten Kekse, die wir jemals gefunden haben. Die sind so lecker. Und sind vegan. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne in den Kommentaren mitmachen oder ein anderes Kommentar schreiben. Würde mir sehr gefallen. Wer würde eher ohne Unterwäsche rausgehen? Antonia. Vergiss. Das ist meine Blaumilch. Ja, ihr beide einfach. Ja. Wer würde eher jemand Fremden küssen? Okay. Irgendwie eindeutig so. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, ich war enttäuscht. Oh mein Gott. Okay, ich komme schon. Eins, zwei, drei. Was habt ihr noch? Ich denke mich ein richtig gutes Licht gerade. Kennt das halt auch irgendwie auch gut. Ja, ist auch gut so. Ja. Ist auch richtig so geil. Wer würde eher von euch aus einem Flugzeug springen mit einem Fallschirm? Eins. Nein, stopp! Zwei, drei. Charlene. Charlene. Machen wir es zusammen? Ja, aber eher Charlene. Echt? Ich glaube, es wäre eher Eating. Echt? Werde ich auf jeden Fall machen. Ich wäre die Letzte, die das machen würde. Das wusste ich gar nicht. Ja, aber ich hab's mit Kennt das halt auch irgendwie saugut. Wer würde eher ein Dixi-Klo sauber machen können, ohne davon zu würgen? Ich weiß es nicht. Eins. Zwei. Drei. Habt ihr's? Antonia. Ich habe auch Antonia genommen. Antonia. Aber ich bin mir nicht sicher. Doch, Antonia. Ich habe so viel Kacke, wie die in ihrem Leben wegmachen muss. Aber auch schon so oft von Freunden Kurzweg so, gemacht. Bei Kotze ist sie der Spezialist. Ich also bin wirklich? Bei Kacke der Spezialist. Ja, aber es geht ja um ein Dixi-Klo. Dixi-Klo bin ich, aber du bist da der Party-Mann. Also wenn jemand mal kotzen muss, kommt zu mir. Wer würde eher bei einem Konflikt Gewalt anwenden? Das ist echt assi. Also ich glaube halt wirklich, dass niemand von uns das macht. Nein, also, nein. Nee, ich glaube das nicht mal. Also, aber trotzdem, wer würde eher? Oh, shit. Scheiße, schon. Oh, ich weiß es nicht. Wir sind doch alle, Nathalie. Wir sind echt alle. Ehrlich? Ja. Eins, zwei, drei. Ja. An, es kommt wirklich drauf an. Ich bin kein gewaltvoller Mensch, aber wenn sich wirklich jemand mit einem von euch anlegen würde und ich darauf ankommen, dann bin ich better, be careful. Aber Gewalt ist keine Lösung. Ja. Also gemein ich. Keine Lösung. Ja. Nathalie, ich brauche Wasser. Oh, das war nicht verlieren, danke. Wer würde eher sein Handy ins Klo fallen lassen? Eindeutig. Oh mein Gott, das ist schwierig. Charlene, entscheid dich. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Laura. Ich habe aber nur mit, weil mir das schon mal passiert ist. Ja, mir ist es auch schon passiert. Ein einziges Mal. Mal. Ich habe es halt in Wolfen geworfen und ich verliere mein Handy dauernd auf Toilette. Deswegen. So. Deshalb könnte es auch in die Toilette fallen. Ja. Dann Laura. Okay. Oh, fuck, der Stich. Wer würde eher in einem Kinofilm mitspielen? Habt ihr es? 1, 2, 3. Sie ist Schauspielerin. Wer würde eher auf einem Vorstellungsgespräch pupsen? Okay. 1, 2, 3. Laura. Laura. Ich bin ja genau keine Ahnung. Ich weiß mich selbst nicht. Und was für den 10? Nein. Da auch nicht. Doch. Danke. Das sieht man nicht. Das ist schwarz. Wer würde eher bei einer Sex-Hotline arbeiten? Ich habe zwar keine Ahnung warum, aber irgendwie ist diese Frage unbeantwortet geblieben. Also geht es raus ans Mysterium. Ah, ich bin sauer. Ah. Wer würde eher mit einer Frau schlafen? Drei. Definitiv Laura. I don't know. Wer würde eher bei einem LKW-Fahrer einsteigen? Für Bunga Bunga oder was? Nein! Du machst wohin zu fahren? Ja, so trampenmäßig, habe ich das verstanden. Ach so. Laura. Laurin. Oh mein Gott. Unsere Nachbarn feiern wieder eine Hausparty. Gestern war hier richtig Partymusik. Wir sind leider nicht hingegangen, aber. Und ich betone, es war Samstagabend, wir haben daheim auf der Couch gechillt.
Mallorca. Wer würde eher den Boden lecken? I. Also ich glaube Nathalie nicht. Charlene. Antonia. Laura. Ich habe auch Charlene genommen, weil ich dachte so, wenn jetzt irgendwie Essen runterfällt und Charlene so Essen zu besessen, das ist scheißegal. Charlene ist weiter essen. Dann brauchen wir gar nicht mehr saugen am nächsten Tag. Also letzten ja, Tag, oder? Wie so ein Hütchen. Ja. Wer würde eher einen Monat lang nicht in den Spiegel schauen? Schaust. Ja. Laura. Laura. Wer würde eher Katjas Songtext Doggy aus dem Fenster schreien? Also eigentlich... Eins, zwei, drei. Antonia. Hä, hey, wir alle. Antonia, aber ich würde sagen, wir alle. Wir haben es heute Mittag gemacht. Mal wieder putzen hier nachher. Putzen? Putzen. Putzen können wir auch mal. Können wir auch mal wieder machen. Ja. Mal wieder einen stehen lassen. Wer würde eher in einen Promi-Skandal verwickelt werden? Okay. Drei, zwei, eins. Charlene. Einer von der Spanien. Ich konnte mich auch nicht entscheiden zwischen uns beiden. Ja, ich dachte mir so, ja, weil wir einfach so halt unterwegs sind mit Leuten, die so potential Promi-Flash-Leute sind. Ja. Wer würde eher aufhören, seine Beine zu rasieren? Das ist auch eklig. Aber eher. Eher. Okay. Eins, zwei, drei. Antonia. Laura. Weil sie so helle Haare hat. Ja, das die auch. Hat sie auch gelasert. Und ich lasse das auch und ich rasiere eigentlich voll selten. Oh, okay. Muss man die jeden Tag rasieren? Ich muss sie nicht jeden Tag rasieren. Doch. Ciao. Ich nicht. Aber du kannst. Das hält halt. Vielleicht alle drei Tage. Ja, oder alle zwei, weil da direkt wieder die Stoppe kommt. Einfach. Guck. Ich habe vorhin rasiert und da schon wieder so kleine Stoppe. Okay. Wow. Aber der ist auch kaputt. Der Rasierer, ja, dann musst du ja eine neue Klinge holen. Wir haben einen kaputten Rasierer. Hättest du das gesagt, ich hätte ja einen mitgebracht. Ach, scheiße, ein sauberer Mann. Wer würde eher sich bei einer Zeitrase im Mittelalter besser durchschlagen? Hey, auf jeden Fall, Nathalie. Die hat so viel logisches Denken und so viel. Kann so viel connecten, einfach so schnell, dass er. Ich nehme es als Kompliment, vielen Dank. Ist auch ein Kompliment. Das sind meine Game of Thrones-Erfahrungen. Ja, wer würde eher sich für den Rest des Lebens von Fertignahrung ernähren? Oh, niemand. Das ist echt scheiße, aber leider war. Antonia. Ja. Pommes for life. Pommes. Wer was? Oh, ich lasse eigentlich. Wer würde eher. Warum ist eigentlich die ganze Zeit Englisch? Das kann ich mir so schnell. Erzähl doch jetzt mal! So true einfach! Egal, was du jetzt erwartest, es wird nicht deinen Expectations entsprechen. Wollte ich nur mal so vorab sagen. Wer würde eher im Alter zu einer verrückten Katzenoma werden? Hab ich zu viel versprochen. Ah, Charlene. Ja. Wer würde eher einen einwöchigen Partymarathon überstehen? Oh, 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 definitiv. Echt? Ganz klar. Nathalie. Nathalie. Oh, Nathalie, ganz klar, Nathalie. Warum? Ja, weil du hast dich selbst genommen. Keine Ahnung. Nathalie ist halt die Partymaus unter uns. Ja, aber... Also ich will. Wer würde eher nach einer durchzechten Nacht mit einem Tattoo auf dem Po aufmachen? Laura. Laura und Antonia. Es kommt auf ihn. Also morgen, Kala Tatjana. Vor allem heute Nacht wollten wir es tun. Besonders haben wir uns schon ein Tattoo gemalt. Wir wollten, ja. Wer würde eher versehentlich in Pyjama-Hose auf der Arbeit auftauchen? Laura. Ich hab's auch nicht gemacht. Obwohl ich es bewusst mache. Antonia wird es vielleicht. Nee. Aber auch richtig verpeilt. Also, es kann. Bei Laura kann sowas passieren, dass man einen Zettel. Oder dass einfach. Ja, Schuhe anhat. Das stimmt. Das meine ich, ja. Und in dem Moment hat meine Kamera aufgehört zu filmen. Lit. Außer man merkt vielleicht, dass ich schon mega lange an diesem Video sitze, weil guck mal, wir haben jetzt, keine Ahnung, ich habe vor Stunden damit angefangen, wir haben jetzt Viertel nach fünf. Aber ne? Was soll man machen? So ein voll der coole Urlaub, Mädels. Und ich werde auf jeden Fall noch Sachen rausschneiden, die nicht so appropriate vor der Öffentlichkeit sind. Falls dir noch nicht aufgefallen ist, das hier ist jetzt die für die öffentlich appropriate einigermaßen Version, glaube ich. Einigermaßen. Ich meine, ein bisschen peinlich, ein bisschen offen muss man ja sein, oder? Ganz ehrlich. Es ist halt einfach, wie wir Menschen sind.
Warum sollte ich mich verschließen und verstärken oder auch die anderen? Es ist ganz normal, dass wir Sachen erleben, machen wollen, von denen träumen, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall, wenn dir dieses Video gefallen hat, werden dir bestimmt auch meine anderen Videos gefallen. Gib dem Video doch einen Daumen nach oben, wenn du es getan hast. Subscribe to my channel if you want to. Ich schätze wirklich jeden einzelnen von euch und das ist so cool. Es sind immer mehr und das freut mich voll und scheiße, in der Zeit ist so weird. Jeden Tag kommt jemand anderes dazu und ich so, dieser Mensch hat mich abonniert. Das ist einfach ein Mensch, der dahinter steckt. So, what? Das ist wirklich crazy. Danke für jeden einzelnen. Naja, Instagram und so habe ich auch. Aber ja, habt noch einen rebellischen Tag. Ciao. I got that kind of